Das zweite Album, also das, was jetzt eben dieses Jahr rauskommt, heisst States. Und das geht auch um die United States, aber nicht nur. Es geht auch um States of Mind, States of Being. Und zwar ist das während Corona entstanden. Während dieser Zeit, wo für uns alle ziemlich viel der Bach ab ist und man muss sich neu orientieren, muss irgendwie herausfinden, wie es Geld verdienen, dass man die Miete zahlen kann. Ja, ich gehe jetzt hier nicht näher drauf ein. Es war nicht eine gute Zeit gewesen, aber ich habe ein Album geschrieben. Das war das Schöne, das daraus herausgekommen ist. Es hat sehr viele politische Spannungen gegeben. Ich glaube nicht nur in den States, das wissen ihr alle, das haben wir sicher auch hier erlebt, in der Schweiz. Ja, in vielen anderen Ländern hat es halt wirklich auch Gemeinschaften, Familien gespalten. Und ja, ich habe jetzt sehr, eigentlich fast ein bisschen politisch glattes Stück auf dem Album, das ich eigentlich nicht absichtlich so gemacht habe. Aber es ist halt vielfach tut halt wirklich Kunst oder Leute, die in dem Kunstbereich arbeiten oder irgendeinem Tanztheater, Musik, es kommt eigentlich nicht darauf an, Zeit reflektieren. Das muss ja nicht sein, aber es ist sehr viel ist das der Fall. Und ich glaube, bei mir ist es halt einfach auch passiert. Das erste Stück heisst Full Circle und das geht um Climate Change. Like
Merci vielmals. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, das ist am Anfang so ganz nervös und es ist ja auch ein sehr pressing issue. Also es ist, wir dürfen nicht lange warten, wir müssen alle daran teilnehmen. Und am Schluss habe ich mir wie so vorgestellt, hey, wie wär's, wenn alle würden sich daran beteiligen? Alle Politiker, alle Länder, wir könnten wieder Frieden haben miteinander, weil das geht ja sehr viel auch immer um, ja, wer hat jetzt den Zugang zum Wasser und wer hat jetzt hier mehr Sämli zum Streuen, dass wieder etwas wächst. Und ja, es wäre so schön. Und ich habe dort jetzt ein bisschen utopische Sounds rausgesendet, dass vielleicht mal irgendein ist. Das könnte ein bisschen ändern. Ja, Come on Home wäre das nächste Stück. Das geht um Family und was Family für mich bedeutet. Und was Home für mich bedeutet, das ist noch eine schwierige Frage. Here we go. Time will call when yours is all. We're being lonely. It's cold out there, come on home. Hold my hand in yours. It's cold out there. Come on home. Thank you.
Yussi Rayaman on guitar. Thank you so much. So there's eine oder zwei Versionen oder wahrscheinlich noch viel mehr vom Flaggen von den United States. Sein, da können Sie sicher mit den Sternen und den drei Farben. Das ist eigentlich mein Album. Vorne ist rot, hinten ist blau. Wenn er es auftönt, ist dann noch so ein bisschen ein sehr helles Grau, so denke ich, das Weisse. Sonst sieht man mich nicht. Da gibt es noch ein Flaggen, wo ein Adler drauf ist. Und der Adler präsentiert ja Stärke, viel Kraft, Power und America, powerful, strong. Das haben auch viele andere Länder, ein Bär, ein Lion, Löwe. Manchmal muss ich wirklich überlegen, vor allem wenn ich so viel um mich herum bin. I forget the Swiss German words because I'm talking too much English with you guys. Könnt ihr nachher Ihnen versuchen beizubringen. Good luck. Und jetzt eben das nächste Stück, das heisst Alpha Word. Und ich habe dort etwas Kleines geklaut und das ist von Franz Schubert. Vom Erlkönig, The Beginning, das werdet ihr vielleicht erkennen. Weil das hat so eine Nervosität und es muss alles schnell gehen, zack, und jetzt geht es, zack. Das ist irgendwie so wie ein Zug, der einfach anfängt laufen und er hört irgendwie nie auf. Und so habe ich das Gefühl, ist das Leben, man muss immer noch arbeiten, noch dieses und noch das und das. Und es ist irgendwie, es geht alles um Geld, man muss Geld verdienen und weiterkommt. Es hört auch nie auf. Das ist Alpha Bird. Es präsentiert aber auch eben die Stärke. Und es hat sehr eine spezielle Art, sage ich jetzt mal, vom Text schreiben. Das ist so ein bisschen basiert auf dem Stil von der Gertrud Stein. Ich weiß nicht, ob ihr sie könnt. Ich habe sie lange auch nicht gekannt. Aber als ich sie entdeckt habe, habe ich gemerkt, hey, das ist super cool. Das ist ja genau so, wie ich eigentlich ticke. Sie schreibt Englisch, aber nicht wirklich The House is brown and tall, sondern The house, brown, tall, was walking on the street while. So it's like, huh, wait a second. So man muss ein bisschen überlegen, was sie wirklich meint mit ihren, also jetzt vielleicht ein blödes Beispiel gewesen, aber sie macht das natürlich auf sehr hochstehende Art und man kann sehr viel daraus interpretieren und ich habe auch das Gefühl, selber etwas daraus interpretieren. Wo sie vielleicht auch würde sagen, oh schön, hast du jetzt das gedacht und jemand anders denkt etwas ganz anderes, oder? Mit dem gleichen Text. Und so habe ich das ein bisschen für Alphabar dort probiert, weil ich eigentlich auch schon immer so einen Text geschrieben habe. Da dachte ich, oh, das kommt ja gerade gelegen. Jetzt mache ich es einfach mal gerade so voll echt. Also ihr werdet nicht alles verstehen und das ist okay. Like the birds, the face is pretty long.
jars breaking you'll never find until you see that star. Oh, look, the black hole bear is star through face, like you know the flies could please. I behold, I live in my head, I paid the price you chased. You can know you, all you gonna
to grace until believing. And Maxime Lubarski on piano. Woo. Also ihr habt gemerkt, es hat sehr viel Energie gehabt in diesem Stück. Ja, auch ein bisschen Anger. He? Ja, fahren wir gerade mit dieser Stimmung weiter. Nein, es kommt jetzt ein Stück, das eigentlich ganz viele verschiedene Teile hat. Und wo ich meinem Mentor dazu mal, als ich den Master Manager gemacht habe, gezeigt habe und gesagt, weisst, ich weiss einfach nicht, ob das zusammenpasst. So, es sind also so verschiedene Welten. Und er hat gesagt, ja, wieso nicht? Du musst einfach nur einen Übergang finden, irgendwie, dass es so ineinander einfließt. Das ist ja das Schwierigste als Komponistin. Das ist so, ja. Aber wie macht man denn das? Ich habe es jetzt gleich gemacht und gewagt. Und es ist ein Stück, das heisst The Circus. Und es geht, ich sage jetzt den Namen nicht, aber um so ein orangiges Männchen in dem Land, wo ich lang war. Und da ist so, kann man sich vorstellen, in einer Zirkusmanege drinnen. Und die Leute lachen ein bisschen auslachen und finden so, yes, das geht, wie kann das nur sein? Und das, ja, das ist doch nicht möglich, eben, wie die Welt jetzt momentan aussieht. Kannst du das wirklich machen? Hast du jetzt das wirklich schon wieder gesagt? Nein, das gibt es ja nicht. So ein bisschen ein Clown. He? Also es ist nicht böse gemeint, aber ein bisschen sarkastisch, sagen wir es. Okay, there we go. You could reform for me.
but you could reform poor me. Living for initiatives, sold at all academies, writing flow, stormy full. I don't cry the poppies tall, hiding all awful, lighting the rose, weeping makes you weep. Off we go. It's been a while since your lovely eyes, local babe and I, raised among people like you. Still, if God's gonna try and reveal, we're amongst failures and weak. I try until, for the free I try, until God keeps funny players. Boom, bam, ba-dee-dee-dee, bam, bam. So we walk and die, for the free I cry, etwas trinken, geht es euch gut, ist es warm, soll man die Fenster ein bisschen auftun? Ja, muss immer fragen, es sind nicht nur wir auf der Bühne, gell? Es sind ihr, die hören, das ist ein gähnendes Nehmen. Geht es euch gut? Ja. Gut, sehr gut, das freut mich zu hören. Wir haben noch zwei Stück und zwar heisst das nächste Soso. Soso Zäuerli ist geschrieben worden von Noldi Alder. Und zwar bin ich recht wieder zurückgekommen zum Jodeln. Ich bin mit Jodeln aufgewachsen als kleines Kind, aber habe nicht viel darüber nachgedacht. Und so, wenn man Teenager wird, ist das so langsam peinlich. So, was du jodelst? Und ja, ich natürlich, nein, ich singe auch Pop und Rock und so, die coolen Sachen. Oder? Ja, und irgendwann ist so halt, was ist das gewesen? Ich weiß doch nicht mehr, vielleicht vor 8 Jahren oder so, habe ich mal in Boston in meiner Wohnung von Jodeln einfach so. Und habe weitergemacht und weitergemacht. Und dachte ich, oh, das trifft mich tief im Herzen und ich musste wirklich müssen brüllen. Und dann habe ich gemerkt, uff, okay, da kommt etwas vor, wo ich irgendwie entweder nicht mehr gewusst habe, dass das in mir drin steckt, oder ich habe es verdrängt, unbewusst oder bewusst, ich weiß nicht. Und einfach gemerkt, ich muss das irgendwie wieder vornehmen und mit dem etwas machen. Ich kann nicht nur Jazz singen, ich kann nicht nur Funk, Pop, Soul. Das stimmt einfach nicht, das ist Klassik, whatever. Aber ich bin nicht ein Fan von Stilen, ich habe einfach gerne Musik, Sounds. Aber ich habe einfach gewusst, dass das Jodeln, das muss irgendwie rein. Und das ist jetzt so. Und das war eben eigentlich ein Zäuerli gewesen, aber es klingt wirklich nicht mehr wie Jodeln. Aber ich sage einfach, es ist der Ursprung und jetzt ist es ein bisschen in eine andere Richtung gegangen. Ich hoffe, es gefällt euch gleich. Ooh.
Ben Rosenblum on accordion. Merci vielmals. Ja, wir kommen leider schon zum letzten Stück. Ist schade. Hat mir auch gefallen, hier mit Ihnen zu spielen. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen und es hat draußen noch einen Tisch mit ein paar Goodies, wenn ihr euch für dazu eine Überlegung machen, dass Künstler momentan können eigentlich nicht mehr gross von der Kunst leben. Also ich sage jetzt das allgemeine Kunst, aber sicher Musiker, von dem weiss ich genug am lebenden Leib. CDs verkauft mir eigentlich auch nicht mehr, Schallplatten läuft ja auch nur für die, die wirklich Music Lovers sind. Aber man unterstützt auch Künstler gleich mit einem kleinen Kauf. Man unterstützt sie eben, so wie ihr jetzt alle da sind, die an Live-Konzerte kommen. Das ist so toll. Danke euch allen wirklich ganz herzlich. Ich tue das immer 2-3 Mal sagen, weil es ist wichtig, weil wir checken es manchmal nicht, wie wichtig das ist für uns. Und ich möchte natürlich in diesem Mal noch einmal ganz herzlich danken. Im Richi Irniger, dass wir hier da sind. Applaus für Richi. Danke vielmals. Und da ist noch jemand im Haus, der eher ein bisschen scheu rumläuft und man sieht ihn nicht so recht, aber er hockt eigentlich die ganze Zeit an der Arbeit und ist schon viel mehr Stunden hier als wir. Das ist der Marcel, der Sound und Video macht. Danke vielmals! I felt like
Punkt vom Abend gekommen, wo es wirklich auch wie langsam Zeit ist, die Cats hinter mir, neben mir vorzustellen. Es ist unglaublich für mich, mit ihnen zu spielen. Wir machen ziemlich alle schon etwa, ich würde sagen, zwischen 5 und 15 Jahren Musik miteinander. Ich sage 5, weil es hat jemand da, der sehr frisch dabei ist, oder eher frisch. Alle anderen, wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Es ist ein Ensemble, that goes way back. Wir haben an zwei Instrumenten heute, Keys and Piano. Wir haben auch ein Duo zusammen, der Maxime und ich. Er ist auch Lehrer an Berkeley, er ist auch Komponist, er reist sehr gerne, er ist ein unglaublicher Schatz. Er ist wie mein Bruder. Er hat mir auch schon geholfen mit einem Fundraising-Konzert in Horb, wo wir die CD wollten fundraisen, Hommage to Gremlins im 2019. Da haben wir das ganze Pfarreizentrum gefüllt. Das war toll. Er ist ein unglaublicher Musiker. Er überrascht mich immer wieder. Und mit ihm kann ich einfach schweben. On Keys and Piano, Maxime Lubarski. Kommen wir zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Es ist die jüngste Edition. Aber hey, was heisst das schon? Er ist aus New York. Er liebt New York und er wird New York nie verlassen. I just said you would never leave New York. Ich habe jetzt einfach für ihn geredet, aber das hat er mir gesagt. You told me that, right? Yes, there we go. Ja, ihr seht ihn hier mit einem Handorgel oder einem Handorgel. Es ist aber nicht alles. Er ist auch ein fantastischer Pianist, ein unglaublicher Bandleader. Er hat x Projekte, die er mitspielt. Check out benrosenblum.com, same for maximlubarski.com. Sind unglaubliche Musiker. Zurück zu ihm, he loves food. Wenn ihr noch irgendeine Schweizer Spezialität habt, dann zum empfehlen. Sehr gerne. Ich habe ihn gesucht, als ich das Album «Hommage to Gremlins» gemacht habe. Und zwar wollte ich wirklich jemanden, der das sensitive Gefühl hat. Wo spielen, wo lieber nicht. Was reinbringen. Wo eben draussen stehen, ruhig sein. Das ist manchmal gerade so wichtig, wie ein Unter zu spielen. Er hat alles. The full package. And he sings as well. Aren't those backing vocals great? Yeah. Give it up for Ben Rosenblum from New York City. Es ist nicht einfach irgendjemand. Das Instrument ist auch in der Mitte aus einem Grund. Es ist das Herz von der Band, es ist Battery, es ist Earth. Und er hat alles, bringt alles raus, hat die Nuancen von Ben. Spielen wir ein bisschen Cymbals, Snare, Hi-Hat. Uff! Ich meine, nur schon jetzt, oder? Es ist so klar. Genius, dude, goddamn. Er kommt von Boston. Er lebt jetzt aber noch momentan in L.A. L.A. hat halt sehr viel auch, wie sage ich, viel Musiksachen. Er ist jetzt am Schlagzeug. Das ist ja eigentlich schon genug Sachen, die man kann schlagen kann, oder? Es gibt mega viel zu tun, so ein Drummer zu sein, wie er ist. It just takes fucking ages to get where you are right now. We're hitting all these things, so it would be enough to only be a drummer. But no. Er hat noch viel mehr. Er ist ein Produzent, ein Artistic Director, ein Arranger, Songwriter, the list goes on. Ich weiß auch nicht alles. I'm sure you have more talents too, I have no idea about it. This is On the Drums from Boston, Massachusetts, Vansel Cooper. I think he would love to hide behind the curtain right now.
I love this guy. Bass ist ja etwas, wo viele Leute gar nicht wissen. Hört man da etwas? Was geht genau ab? Wenn man nicht Musiker ist, könnte man es auch wirklich so ein bisschen wie... Es ist nicht rum. Falsch. Der Bass ist enorm wichtig. Bass, Schlagzeug, die sind wie verheiratet. Und die zwei, I said you guys are like married. I mean, you know, like they understand. But it's really like it's deep relationship. And if you don't have that, things can go wrong. Oh yeah. Aber sie können sich, sie wissen ganz genau, was hören, wenn schauen, wenn nicht schauen, wenn einander lassen. Es ist genial, wie man das Zwischenspiel auch beobachten kann zwischen ihnen. Kyle weiss ganz genau, was er mit seinem Bass macht. Er spielt mit unglaublichen Musikern. You do have a website. It's just a bit sparse, right? But it is kylemiles.com. Okay, please check it out. You'll see a picture, you see a name, and maybe three sentences. That's how he is. It's like all it needs, you know? Like, if you want to contact him, I guess there's an email address. There we go. Okay, so yeah, it's, er ist sehr bescheiden. Huh? But yeah, ich finde nicht so viel online. Aber ich sage euch sonst noch ein paar Geschichten nachher, wenn ihr gerne mehr wissen wollt über Kyle Miles. Er hat auch den ersten Gig gespielt, und zwar nicht am Bass. This guy had huge troubles with airlines. Not at all his fault, just here you have to go. What was it first? I forget. American Airlines, then he had a stop in Philadelphia, then they threw him up to Montreal, and eventually it ended up like that he missed the gig. So I was like, was machen wir jetzt ohne Schlagzeug, was so wichtig ist? Yussi had the idea, well, what about Kyle playing the drums? Am Morgen früh, yeah, it's your fault. Habe ich ihm ein Voicemail hinterlassen und gesagt, hey du, Kyle, we have a situation. Do you mind playing drums today? And then again, was machen wir da mit dem Bass, oder? He, on half of the keyboard, kann man so Bass einstellen, oder? Mit der linken Hand. Lösung gefunden. Es ist nicht ganz gleich, ist klar, aber hey, man muss Lösungen finden in so einer Situation. We had to find a solution. And on the last tune, Yussi even played the bass. So we found a way, and that he played the drums on that first gig, man. If I wouldn't be married yet. Mwah! From Roxbury, Massachusetts, on the bass, Kyle Miles. Stück Come On Home gehört. Wir machen da schon lange Musik miteinander. He? Hast du verstanden? We go way back. Wir kennen uns seit 2008. In a band we play since 2009. I would say. Er war einer von den ersten. Then I think it was Kyle, then Benson. No. Maybe you came at the same time? No, wait. You first and then Vance. Yeah. I think so. And then Ben. Okay, cool. Auf jeden Fall. Ihr seht hier auch Gitarre. Das ist ein Instrument von den vielen, die er spielt. Wisst ihr, was ein Oud ist? Oud, anybody? No? Es ist sowieso der Grossvater von der Gitarre. Es hat so ein bisschen ein Body, der so ein bisschen aussieht wie eine Ente. Oder Schildkröte. Es ist ein eher Middle Eastern Instrument. Es tönt für Leute von der Schweiz falsch. Ist aber nicht. Es ist Microtones. Ja? Das ist einfach eine alte Kultur. Er spielt Oud, elektrische Gitarre, akustische Gitarre, Bass. Fretless ist ein unglaublicher Komponist, Arrangeur. Macht jetzt noch den Doktor in Helsinki. Soon I can call him professor.
ist, es ist auch mein Mann. Und das macht es natürlich ganz speziell, mit ihm dürfen die Musik zu spielen. Immer wieder schön, immer wieder wunderschön. On guitar, tonight, from Finland, Jussi Reijonen. Ich danke euch noch einmal für alles, dass ihr da seid, dass ihr so gut zugelassen habt. Ihr seid wirklich ein tolles Publikum. Ich merke, es ist eine gute Energie. Ich danke euch. Ich werde nachher noch ein bisschen da sein. Kommt Hoi sagen, teilt eure Gedanken, stellt Fragen. Ich kann immer Nein sagen. Es würde mich freuen. Merci vielmals. Mein Name ist Gabriela Martina. Schönen Abend miteinander. Merci. Danke Clap my hand, noise. Ja, das ist ja sehr schön, wenn es euch so gefallen hat. Ja, ich habe jetzt gedacht, wir spielen noch eins spielen vom Hommage to Gremlins. Und zwar ist das ja, nicht ein Liebesbrief, aber ich sage jetzt ein Verarbeitungsbrief, wo ich einfach Abschied nehme von dem schönen Bauernhof von meiner Zeit, die ich dort durfte verbringen, habe ich gedacht, ich schreibe im Gremlis, in der Landschaft, im Bauernhof, also Bauernhaus, einfach in der Liegenschaft, sagt man, einen Brief als Dankeschön. Und das ist das letzte Stück, Letter to Gremlis.
remember you as my one and only place on earth. I remember you as my one and only place to be me. I had to say goodbye. Pack my things and fly away into this big, big wild world. As my one and only place of peace, I declare you as my one and only place of love. I had to say goodbye and packed my things to fly away into this big, big wild world. Learned the hard, rough way and kissed some bad, bad. Held on to wrong choices. I remember you as my one and only place on earth. I remember you as my one and only place to be me.
Merci vielmals. Danke. Thank you.